Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen der Geschäftsführung der Rosa-Luxemburg-Stiftung und im Namen des Historischen Zentrums der Rosa-Luxemburg-Stiftung ganz herzlich. Wir sind sehr froh, Sie in unserem neuen Gebäude und analog begrüßen zu können. Seismographen des Wandels, Migration, Flucht, Erinnerung. Dies ist der Auftakt einer neuen Reihe, für das Entstehen Achim Engelberg steht. Janine Meerapfel, Filmemacherin und Präsidentin der Akademie der Künste, ist durch ihre Herkunft und ihr Schaffen mit dem Thema eng verbunden. Der Einladung konnten Sie entnehmen, an welchem Film sie gerade arbeitet. Erinnern möchte ich Sie an den Dokumentarfilm von 1985, Die Kümmeltürkin geht, die von Barbara Jenig wie folgt besprochen wurde. So wird der Film nicht nur zum Porträt einer mit Witz und Überlebenswillen ausgestatteten Frau, sondern auch zu einer Skizze der Schwierigkeiten, die selbst wohlmeinende Deutsche haben, mit Fremden umzugehen. Begrüßen möchte ich auch Marion Detjen. Sie ist Historikerin, Ausstellungsmacherin, Autorin und Bloggerin, die durch Forschung und Lehre sehr eng mit dem Thema verbunden ist. Über ihr 2005 erschienenes Buch »Ein Loch in der Mauer – Die Geschichte der Fluchthilfe im geteilten Deutschland« schrieb die Süddeutsche Zeitung: »Das Buch schildert die organisierte Fluchthilfe hochspannend und informativ als Barometer für die gefühlte Einheit und die reale Teilung Deutschlands.« Ich gebe jetzt mit Freude Achim Engelberg das Mikrofon für Impulsreferat und Moderation, aber nicht ohne für sein neuestes Buch »An den Rändern Europas – Die Süddeutsche Zeitung« zu rezitieren. Engelbergs Buch ist im besten Sinne aufklärerisch, voller literarischer und historischer Bezüge, die manchmal in so dichter Abfolge zusammengeschnitten werden, dass einem schwindelig werden kann. Ich wünsche Ihnen Witz, Spannung, aufklärende Informationen und hoffe, dass Ihnen nicht zu schwindelig wird. Vielen Dank. Ja, ich möchte auch euch alle nochmal begrüßen und hoffe, dass wir eine spannende Veranstaltung vor uns haben. Aber bevor die Veranstaltung wirklich beginnt, möchte ich eine haptische Sache, dass ihr mir nachmacht, was ich jetzt mache. Das Handy ausschalten. So. Das Buch wurde schon erwähnt, an den Rändern Europas. Und ich sollte dann, um einzuführen, sollte ich mal so eine Kurzfassung in 3 Seiten machen, die auch offen ist für die ganze Moderation dann der nächsten Reihen. Und das ist natürlich fast unmöglich. Also ich habe mich darum so geholfen, dass ich einige Prämissen mache zu Flucht, Migration und Erinnerung, die auf Grundlage des Buches sind, aber natürlich eher so das Gerüst darstellen oder auch einige Überlegungen, die nicht im Buch sind, um einfach den Rahmen abzustecken, in dem die Veranstaltungsreihe geschehen soll. Vielleicht kommen wir darüber auch ins Gespräch, in eine Diskussion, in einen Streit, einen positiven Streit. Mal schauen, was rauskommt. Prämissen zu Flucht, Migration und Erinnerung. Keine Flut, sondern Boten des Unglücks. Das Boot ist voll, warnen etliche, die Panik schüren wollen oder die befürchten, dass Flüchtlingsströme sich zu einer alles verheerenden Flüchtlingsflut verbinden. Diese Katastrophenmetaphern stimmen meist nicht, verzerren aber die Wahrnehmung, stacheln den Aufmarsch rassistischer, menschenfeindlicher Gruppen an. Gerüchte und Anschläge vergiften die Atmosphäre, verändern das gesellschaftliche Klima. Kein Tsunami von Flüchtlingen bedroht uns, aber Flüchtlingsgeschichten ähneln den Botenberichten des klassischen Dramas. In ihnen verdichten sich planetarische Konflikte gestern wie heute. Bereits Bertolt Brecht,
der vom sowjetischen Wladiwostok im Juni 1941 den Pazifik überquert hatte und im kalifornischen Santa Monica angekommen war, sah auf dem letzten Boot eine Landschaft des Exils, so der Titel seines Ankunftsgedichts, in dem er sich und seinesgleichen als Boten des Unglücks bezeichnete. Als solche zeigen Flüchtlinge die Fieberkurve einer Epoche an, die von jeher durch historische Ereignisse und Unglücke gekennzeichnet ist. Nun aber hat die Menschheit seit Jahrzehnten nicht mehr nur erhöhte Temperatur, sondern ein Fieberschub folgt auf den anderen. Von pandemischer Armut über ausufernde Kriege bis hin zur Klimakatastrophe. All das hat massive Auswirkungen auf das globale Fluchtgeschehen, wie wir dieser Tage auch an den Küsten Europas wieder dramatisch erleben. Migranten, Vorboten der Flüchtlinge. Migration konstituiert die Conditio humana, die Natur des Menschen, ebenso wie Geburt, Vermehrung, Krankheit und Tod. So der Migrationsforscher Klaus J. Bade, weshalb der renommierte Wissenschaftler den Homo sapiens als Homo migrans bezeichnet. Man geht nicht ohne Not, man geht aber auch nicht ohne Hoffnung. Anders bei der Flucht, dem dunklen Bruder der Migration. Dabei geht der Fliehende oft dahin, wohin Landsläufe zuvor emigrierten. Juristisch zwar unterschieden, sind Flucht und Migration insofern biografisch meist verbunden, wie siamesische Zwillinge. Eine klare Trennlinie ist nicht zu ziehen. Man hat Arbeitskräfte gerufen und es kommen Menschen, pointierte Max Frisch bereits 1965. Bis heute ist Westeuropa oder Nordamerika auf Arbeitsimmigranten angewiesen. Selbst in den Krisen blieben viele und kehrten nicht in ihre Herkunftsländer zurück, zumal diese von Krisen oft weit härter getroffen waren als beispielsweise die Bundesrepublik. Nach Militärputschen wie in der Türkei oder Kriegen wie im Libanon kamen Freunde und Angehörige der Arbeitsimmigranten, die fliehen mussten, von den globalen Rändern in den Zentren des Westens. In Viertel, in denen viele von ihnen lebten, gesellten sich Vertriebene aus anderen Kriegs- und Krisengebieten zu ihnen, die zuvor oft keinerlei Bezug zu ihren Ankunftsländern hatten. Im Buch beschreibe ich das an konkreten Geschichten und Beispiel der Berliner Sonnenallee. Angst vor Fliehenden wird bleiben und muss wie andere Ängste bearbeitet werden. Natürlich sollte kein Mensch illegal sein, aber Widersprüche zu leugnen verschärft diese. Die moralischen Dilemmata bei Flüchtlingen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil sie verfolgt werden oder ihr Gemeinwesen zusammenbrach, sind seit der Antike überliefert. Der Stoff wurde vom ersten der klassischen griechischen Dramata, Aischylos, bis zum letzten Euripides bearbeitet. Immer wird deutlich, dass die Schutzflehenden auch Gefahren in das Gemeinwesen tragen, in das sie kommen. Bei Aischylos weigert der König sich wortgewaltig, die Flüchtlinge aufzunehmen, ohne das zuvor in der Gemeinde zu besprechen. Er beruft eine Versammlung ein und sucht die Gemeinde günstig zu stimmen. Darum bleibt hier und fleht die Götter unseres Landes inständig an, euch zu gewähren, was ihr wünscht. Ich mache mich auf, um das Gesagte aufzuführen. Sei Überzeugungskraft mir treu und Glück zur Tat. Ein Fingerzeig, was nach 2005 falsch gelaufen ist. Wir haben zwar keine Agora, aber als liberale, repräsentative Demokratie haben wir ein Parlament. Wenn man private Retter, im Buch beschreibe ich ein Beispiel des Gründers von SOS Mediterranean, Klaus Vogel, befragt, die das Staatsversagen eindämmen, denn es wird ja täglich im Mittelmeer gestorben, hört man häufig, man muss die Aufnahme der Ankommenden so regeln, dass die Einheimischen das Vorgehen akzeptieren. Auf keinen Fall darf man einfach von oben verordnen. Vielmehr müssen Anreize geschaffen werden. Wer so oder so viele Flüchtlinge aufnimmt, wird auch bei anderen Vorhaben großzügig unterstützt. Wenn die Bevölkerung gefragt wird, was sie am meisten will, wenn es ein gemeinsames Projekt der Kommune ist, dann funktioniert es meistens recht gut. Es gibt Beziehungsgeschichten zwischen Migranten und Ankunftsland.
In der Regel sind die ankommenden Fremden nicht vollkommen fremd, sondern es kommen Menschen aus Weltgegenden, zu denen es Beziehungen gibt. In Berlin leben offiziell Einwohner mit Pässen aus nahezu allen Ländern. Dennoch gibt es bei den größeren Gruppen von Minderheiten einflussreiche Geschichten. In Paris, London oder Amsterdam ist das Bild kein grundsätzlich anderes. An einigen Bahnhöfen in London zum Beispiel steigen fast nur Fahrgäste ein und aus, die aus der ehemaligen Kronkolonie Indien stammen. The Empire Strikes Back, das Imperium schlägt zurück, sagen viele Briten angesichts ihrer Mitbürger aus den Kolonien des untergangenen Weltreichs, das als Werkstatt der Welt entscheidend die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert und damit die Globalisierung voranbrachte. We are here because you were here. Wir sind hier, weil ihr dort wart, antworten diese. Die gravierenden Unterschiede sind durch unterschiedliche Nationalgeschichten und deren Auswirkungen zu erklären. Die vielen russischen Juden in Deutschland sind eine Folge der Shoah. Dass West-Berlin lange die drittgrößte türkische Stadt war, hängt mit dem Anwerbeabkommen vor 60 Jahren zusammen. Von heute war es der Weg zum Einwanderungsland Deutschland. Mauern können Ankommende abhalten, beseitigen aber keine Fluchtursachen. Wer glaubt, das ignorieren zu können, sollte bedenken, dass kein Land immer nur Einwanderungsland war oder Fluchtland. Nach 1933 flohen Verfolgte aus Deutschland in die Türkei, heute fliehen Türken nach Deutschland. Das Land, aus dem man gestern floh, ist das Land, in das man heute flieht. Erst als die Nazi-Diktatur beseitigt war, kehrten etliche zurück. Erst wenn die heutige Türkei sich grundsätzlich ändert, werden etliche Flüchtlinge zurückkehren können. Wie alles in der Geschichte sind Minderheitengesellschaften gemacht. Nominentur Neoplanta notierte Maria Theresa, als sie Novi Sad als freie Könige Stadt ernannte und formulierte damit einen kosmopolitischen Wunsch. Möge jedes Volk den Namen seiner Stadt in seiner eigenen Sprache übertragen. Eben Novi Sad oder Neusatz. Heute ist nach den Verheerungen seit 1942 die nordserbische Stadt die Kulisse der vergangenen Buntheit. Ob diese zurückkommen kann, muss offen bleiben. The future is unwritten. Ähnliches findet man auch in anderen Weltgegenden, etwa am Mittelmeer. Alexandria oder Izmir verloren ihre kosmopolitische Gegenwart. Gestern waren viele Städte am Mittelmeer viel Völkergemische. Heute breitet sich die Collagen von Minderheiten in Metropolen des Nordens aus. Vielfältige Minderheitengesellschaften sind nicht von Dauer, aber sie schaffen oft Dauerhaftes. Der Verlust der kosmopolitischen Städte Novi Sad oder Alexandria ist gewaltig, aber man sollte nicht verklärt werden. Spannung gab es immer, oft entzünden sich an den Bruchlinien Kriege oder Vertreibungen. Wir sind gewarnt. Die Risse von heute weisen auf den Bruch von morgen. Wo kosmopolitische Städte lang dauerten, da waren sie etwas Gestaltetes wie Gewachsenes. Es ist das stärkste Argument Einwanderung zu steuern und klare Regeln zu setzen. Wer bedenkt, dass jahrhundertlange Koexistenz in kurzer Zeit brüchig werden kann, der ist gewarnt, multikulturelle Gesellschaft nicht zu forcieren und nicht zu verherrlichen. Zwar ist es richtig, dass Europa unwiderruflich multikulturell geworden ist, doch schon heute ist der alte Kontinent enorm herausgefordert, diese Heterogenität zu meistern und produktiv zu gestalten, so wie einst in den kosmopolitischen Städten am Mittelmeer oder auf dem Balkan zu ihren besten Zeiten. Erinnerungen von und an Migranten und Flüchtlinge prägen viele Kulturen. Das gilt von antiken Klassikern wie Vergil bis zur neuen Weltliteratur, die oft Migrantenliteratur im weitesten Sinne ist. Wem diese Einordnung zu einseitig erscheint, der wird doch immerhin zustimmen, dass der Migrant zur Leitfigur der mobilen Moderne avanciert. Dies konnte deshalb geschehen, weil die Welt in Bewegung geraten ist wie nie zuvor. Wer die Dimension der Flucht- und Migrationsgeschichte in unserer Zeit jenseits von Statistiken und Teilstücken erfassen will,
kommt an den Vertretern dieser neuen Weltliteratur nicht vorbei. Heute ist uns einer davon, dieser mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Die Ankommenden kennen die Ankunftsländer nicht oder nur rudimentär. Retter, Ärzte oder Behördenvertreter urteilen immer nur nach dem, was ihnen vorgetragen wird und für das Bleiben hilfreich ist. Was aber diese Version hinausgeht, reimen sie sich aus Bruchstücken zusammen. Mit dabei nehmen sich Schriftsteller aller Welt dieses Themas an. Aber es bleibt eine Tatsache, dass Autoren wie der Marokkaner Mahi Binbine mit Willkommen im Paradies die Ersten waren. Sie inspirierten dadurch andere Künstler, etwa Filmemacher. Die verdrängte Spannung zwischen Freiheit und Gleichheit wird durch das durch Ankommende kenntlich. Ankommende sind immer in der Minderheit. Sie sind Außenseiter, aber sie stellen das Ganze in Frage. Kurzum, festzustellen, dass es Unterschiede gibt, ist kein Rassismus. Aber diese Feststellung ist eine gefährliche Waffe, ohne die der Rassismus nicht auskommt. Im Kern kämpft der Rassismus gegen die Gleichheitsforderung aller bürgerlichen Revolutionen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Letzteres wird häufig als Solidarität aktualisiert. Anfangs richteten sich diese Forderungen gegen die feudale und absolutistische Herrschaft. Die künstliche Ungleichheit sollte überwunden werden und die Natur sich dann frei durchsetzen. Es ist eine utopische Dimension, der sich viele Gesellschaften verpflichtet fühlen, weshalb sie in vielen progressiven Verfassungen zu finden ist. Auch im deutschen Grundgesetz, wo es gleich im Artikel 1 heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Hier geht es um Zukünftiges, wird ein Möglichkeitsraum geschaffen. Denn Realität ist, dass die Würde des Menschen nicht nur in Krisenzeiten angetastet wird. Selbst wenn die Forderungen der bürgerlichen Revolution nach Freiheit und Gleichheit, die sich bislang als unvereinbar erwiesen, erfüllt werden sollten, bleibt die Conditio humana. Und dann dürfte gelten, selbst wenn alle im selben Boot sitzen, bleibt immer noch der Sturm. So, der Raum ist kurz umrissen, vorgestellt. Und jetzt bitte ich die ersten Gäste beim ersten Abend dieser Reihe auf die Bühne. Einmal den Meerapfel und Mario. Jetzt muss irgendwie der Pult runtergeschafft werden. Jetzt, wer soll wo sitzen? Wo ist denn die Mikrofon? Ich habe hier schon die Flasche angeworfen. Okay, dann ist damit ist das. Da ist der Platz sicher dann dir. Jetzt müssen wir die Mikros in die Hand nehmen. Mal ein bisschen sprechen. Also, der im Vortrag erwähnte Klaus Bade, der hat mal gesagt, dass diejenigen, die am härtesten gegen Migranten und Flüchtlinge vorgehen und gegen diese polemisieren oder sie gar angreifen, diejenigen sind, die ihre eigene Flucht- und Migrationsgeschichten in ihrer eigenen Familie, und da gibt es meistens irgendjemanden, verdrängen. Und deshalb interessiert mich jetzt auch, wie die beiden Referenten heute Abend ihre Flucht- und Migrationsgeschichten erfahren haben. Sie sind in Buenos Aires geboren. Und wie haben Sie erfahren, dass Sie eigentlich aus einer süddeutschen Kleinstadt Ihre Eltern gekommen sind? Gab es da erstmal so, wurde das erstmal so in Familiengeschichten, dass man eine kleine Anekdote ist, irgendwas anders, oder man hat im Kindergarten oder woanders, wo mit Kindern am Spielplatz irgendwie mitbekommen, ich habe irgendwie eine andere Geschichte? Oder wie ist das allmählich zur Erkenntnis gereift, Ihre Geschichte, dass Ihre Eltern vor der Shoah fliehen mussten? Naja, wie Sie sagen, ich bin in Argentinien geboren und dann hatte ich diesen Namen, Meerapfel. Das kann kein Argentinier aussprechen. Also hieß ich Meraflor, Merafel oder sonst wie. Das heißt, schon mit meinen Namen
war es mir klar, dass ich aus irgendeinem Grund anders war. Und nun ist die Geschichte der Emigration meiner Eltern als Kind mir nicht bewusst gewesen. Mir war bewusst, meine Mutter spricht Französisch, mein Vater spricht manchmal Deutsch, manchmal hörte ich Holländisch. Aber Flucht, Exil waren natürlich als Kind für mich keine Größen, mit denen ich umgehen konnte. Mir war klar, als ich in der Schule war, ich war zuerst in einer Privatschule, eine französische, dass ich nicht in den normalen katholischen Unterricht ging, sondern in etwas, was sich nannte Moral, weil jüdische Kinder eben nicht in den katholischen Unterricht gehen. Also diese Unterschiede habe ich mitgekriegt, die mich auch nicht besonders gestört oder auch nicht besonders glücklich gemacht haben. Ich habe sie wahrgenommen. Viel, viel, viel später habe ich angefangen, mich mit der Geschichte und dem Lebenslauf meiner Eltern und meiner Großeltern zu beschäftigen. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon Journalistin und war schon dabei, eben meine eigene Geschichte in die Hand zu nehmen, heißt auch, selbst woanders hinzugehen. Ja, da, zu dem Thema kommen wir noch. Da werden wir auch noch ein paar Ausschnitte aus Ihrem Film von 1981 sehen. Aber ich würde jetzt erstmal dich fragen. Du hast ja einen wunderschönen Essay in der Zeit. Der kann man, glaube ich, ist auch noch lesbar. Jedenfalls vorhin war er noch lesbar, wo du erzählst, wie dir dein Großvater, der aus Russland oder geflohen ist kurz nach der Oktoberrevolution und wo das ein Teil deiner Familie praktisch aus dem Zarenreich stammt. Wie ist das bei dir angekommen? Wie es war? Wie war der lange Weg oder der kurze Weg der Erkenntnis? Also ich wusste eigentlich, seit ich denken kann, dass mein Großvater Russe war. Der hat immer Russisch gesprochen und war russisch-orthodox und war ganz anders als wir. Und er hat mich auch, als ich 6 war, mal bei einem Spaziergang beiseite genommen und wir haben uns auf einen Stein gesetzt und er hat mir seine Fluchtgeschichte erzählt, die er mit 14, 15 Jahren allein über Jahre da eben erlebt hatte. Und ich habe ihn aber nie als einen Migranten empfunden. Er hat perfekt Deutsch gesprochen. Ich glaube auch, da er väterlicherseits deutsche Vorfahren hatte, dass er wahrscheinlich gar nicht naturalisiert werden musste, sondern als sozusagen Volksdeutscher die Staatsangehörigkeit gekriegt hat. Was aber für mich sehr prägend war, waren diese Angehörigen von ihm, also seine Geschwister, seine Eltern, die in Fotos in ihrer Wohnung präsent waren und von denen ich wusste, dass die tot waren, dass die irgendwie gestorben waren und wahrscheinlich auch ermordet worden waren. Und das hat mich dann sozusagen später beschäftigt, was das eigentlich mit unserer Familie gemacht hat. Also dass mein Großvater die quasi im Stich gelassen hatte, ja, dass er weggegangen war und die nicht retten konnte, die nicht zu uns geholt hatte. Und es kann sein, dass es von da eine Verbindung gibt zu meinem Engagement heute für Menschen mit Fluchtgeschichte, wiederum deren Angehörige zu holen oder dass diese Situation eben vermieden wird. Also dass die Verbindung zwischen der Diaspora, also bei meinem Großvater muss man noch dazu sagen, der hatte mit Russland gebrochen. Der hat Russland und die Sowjetunion und die Kommunisten, das hat er so gehasst. Und ich habe dann später in den Briefen gelesen, die meine Tante übersetzt hatte. Also er hat auch nicht mit seinen Kindern Russisch gesprochen, auch mit uns. Das Russische ging verloren. Aber eine Tante hat dann als erwachsene Frau Russisch gelernt und diese ganzen Briefe übersetzt. Und da kam dann raus, dass seine Angehörigen in Russland sich noch, also dass das eine bewusste Entscheidung von denen war, in Russland zu bleiben und dass die Angst hatten um sein Seelenheil. Also als sehr gläubige Menschen, die ihm gesagt haben, wie du da jetzt in Deutschland dich verhältst und was wir da mitkriegen von dir, das gefällt uns nicht. Wir machen uns Sorgen und wie du auf Russland schaust und auch auf die Kommunisten,
du liegst da falsch. Und also das, die, also diese... Woran lag er für falsch? Naja, er war dann eben in zaristischen, weißrussischen Kreisen und war auch verbunden mit dieser Organisation Junges Russland, glaube ich, hieß die. Von denen hat er sich dann bald auch wieder getrennt. Also die haben ja einen ganz schlimmen Weg genommen später. Viele von denen wurden Nazis. Also er war innerlich verhärtet. Also ansonsten super liebevoller Großvater, aber in Bezug auf Russland, also wie er das weggeschoben hatte, verhärtet. Und wahrscheinlich war das auch eine Überlebensstrategie, anders für einen 15-jährigen Jungen, sich so von seiner Familie zu trennen. Anders ging das wahrscheinlich nicht. Aber dieser Schmerz, der eben auch in der Generation meiner Eltern nicht sozusagen verarbeitet werden konnte, von denen ist niemand jemals nach Russland gefahren, bis heute nicht. Auch ich war noch nie in Russland. Das hat mich sehr beschäftigt. Ja, dann gehen wir weiter in der Familie Meerapfel. Und zwar würde ich jetzt gern bitten, dass wir den Anfang des Filmes aus dem Jahr 1981 in dem Land meiner Eltern, dass wir den zeigen können. Wir haben ja jetzt auch gesehen, sehr interessantes autobiografisches oder Material aus der Familiengeschichte. Und ich las in der Berliner Zeitung, in einem Interview, dass Sie dieses Material nochmal neu bearbeiten oder neu interpretieren für einen Film, der jetzt demnächst zu sehen sein wird. Oder wie ist da der Stand der Dinge? Ja, der Film ist jetzt gerade fertig geworden. Der heißt Eine Frau. Und der Film wird im Mai nächsten Jahres in Deutschland in die Kinos kommen. Es ist ein Essay-Film, ähnlich wie dieser, aber viele, viele Jahre später. Da geht es vielmehr um meine konstante Suche zu verstehen, was ist Erinnerung und wie gehen wir mit Erinnerung um? Wie funktioniert das? Und da benutze ich natürlich die Materialien, die ich habe, 8mm Filme, Fotos etc. Und gehe der Geschichte meiner Mutter nach, die in Frankreich geboren war und dann mein Vater heiratete und dann eben nach Untergrombach und dann nach Holland und dann nach Argentinien ins Exil gegangen sind. Die Geschichte ist aber nur, wenn man so will, eine Excuse, wie sagt man Excuse? Ein Vorwand, ja genau. Ein Vorwand, um darüber zu reden, wie erinnern wir und warum erinnern wir und was bedeuten die Sachen, die wir haben, die Fotos, die wir haben, die Dinge, die wir geerbt haben und wie gehen wir damit um? Und weiter noch, was macht das mit uns, das Gedächtnis? Und das sind alles Themen, die natürlich mich mein Leben lang beschäftigt haben. Und nun packe ich diese Themen in einem Film, diesen Film Eine Frau, und Sie werden ihn hoffentlich dann sehen. Dieser Film Im Land meiner Eltern, von dem man sagt, dass er nicht gealtert wäre, ich sehe es ein bisschen anders, aber dieser Film ist seltsamerweise, wird immer wieder gezeigt, morgen wird er im Zeughaus gezeigt. Und das hört überhaupt nicht auf, dass dieser Film... Und warum ist das so? Wenn man den sieht, merkt man, es geht um jüdisches Leben. Jüdisches Leben, das hier fehlt, oder jüdisches Leben, das zum Teil als kleine Pflanze wieder hier entstanden ist. Also hier meine ich mit Deutschland. Und ich glaube, das ist der Grund, weil... Man hat ein Mädchen und man geht mit diesem Mädchen durch Berlin, die sich die Dinge anschaut. Und durch die Augen dieses Kindes sieht man, was an Erinnerungskultur, wie man heute sagt, geblieben ist. Und es ist sehr merkwürdig, weil man
plötzlich merkt, dass so ein Kind gar nicht verstehen kann. Egal ob jüdisch, nicht jüdisch, kann überhaupt nicht verstehen, was heißt das, Konzentrationslager, und was heißt das, Millionen, und was heißt das, das alles. Und dieses Nicht-Verstehen ist das, was diesen Film stark macht, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Für mich war es interessant, dass der Film einerseits natürlich gealtert ist in der Hinsicht, dass einige Vorgänge jetzt nicht mehr da sind. Wie zum Beispiel, hier kommt bald eine Szene, wo dann ein Campingplatz neben einem jüdischen Friedhof ist. Das würde man heute nicht, wäre nicht mehr... Ich war vor kurzem in dem Friedhof. Neben diesem Friedhof ist nach wie vor ein Schießstand der Bundeswehr. Na, das, was ich hier zeige, ist nach wie vor so. Das hat sich nicht geändert. Ach so, das hatte ich jetzt... Ja, ich war vor ein paar Monaten in Untergrombach und das ist nach wie vor dort. Also, okay, das habe ich mit dann... Was sich geändert hat, es gibt jetzt ein jüdisches Museum hier. Ja. Nicht? Und damals gab es nur die Ruinen des Ephraim-Hauses. Ja. Nee, ich hätte da gedacht, dass eine dieser, wo auch der Campingplatz, auch wie geredet wird, dort, das, also wie der Campingplatzbesitzer dort redet, da dachte ich, das würde heute vor Kamera wahrscheinlich weniger oder nicht. Andererseits ist die Situation schlimmer geworden, denn wir haben eigentlich eine rechtsextreme Partei, jetzt zum zweiten Mal im Deutschen Bundestag. Und damals gab es eine solche Partei, nicht im Bundestag, nur in einigen Länderparlamenten, und wenn, ist sie meistens nach einer Legislaturperiode wieder rausgeflogen. Das hat sich verschlimmert. Dann gibt es noch, da können wir dann reden, wenn wir die Ausschnitte sehen, verblüffende Ähnlichkeit dann noch mit der Angst vor der Überfremdung, die auch schon 1981 mich würde noch mal interessieren, ist bei Ihrer Entwicklung zur Filmemacherin dieses Erbe Ihrer Eltern oder Ihrer Familie, dann ist es ja ganz erstaunlich, Sie haben ja sehr viel aufgenommen. Auch Sie sagten im Interview in der Berliner Zeitung, selbst die Überfahrt von Lissabon nach Argentinien, haben Sie Filmaufnahmen, die Sie jetzt zum ersten Mal in Ihrem Film dann zeigen, den wir dann ab nächstes Mai dann sehen können. Wie war das für Sie immer ein eine ganz faszinierende oder anregende Sache, oder wie ist das? Ich hatte erst, als ich jetzt anfing mit einer Frau, habe ich wirklich die Kisten alle aufgemacht, die ich aus dem Haus meiner Mutter mitgenommen habe. Und plötzlich kam diese ganze 8 Millimeter, mehr als ich damals, habe ich nur so zwei kleine Röllchen, und das waren Kindheitsbilder, aber jetzt habe ich alles angeschaut, wirklich alles angeschaut. Und ich war verblüfft, was da alles drin ist. Anscheinend hat mein Vater wie ein Verrückter gefilmt. Und er hatte so ein Spleen, alles aufzunehmen. Diese Familie war begütert, wie sagt man? Ja, die waren nicht arm. Und so hatte er immer so gute Kameras. Und man sieht es in den Fotos, dass er immer eine Kamera hat. Entweder eine Fotokamera oder eine Filmkamera hat er immer dabei. Ich habe auch seine alte Filmkamera noch. Und anscheinend hat er immer zu gedreht. Und diese Material, er hat gedreht vor deren Abflug in Lissabon und in Madrid. Und man sieht in Madrid auch die Franco-Truppen. Also man sieht erstaunliche Dinge, die man nicht erwartet in sogenannte Familienfilme. Das sind ja auch keine Familienfilme. Hat sehr, sehr merkwürdige Dinge gedreht. Und das fand ich natürlich sehenswert. Und deshalb habe ich die eingeschnitten in den Film. Aber auch bei anderen Filmen, also schon bei dem Vorgängerfilm von diesem Film, also Malou, das ist ein Spielfilm,
Da gibt es also Fotos oder Familienalbum, das eine Rolle spielt. Es scheint also solche Erinnerungssplitter, die ja Fotoalbum sind, eine große Rolle bei Ihnen spielen. Selbst wenn Sie jetzt diese Sachen jetzt neu entdeckt haben oder überhaupt entdeckt haben und die jetzt eröffentlich wollen, es ist ja ein Thema, das jetzt, wenn man, der erste Film ist, glaube ich, der wird wahrscheinlich 1979 gedreht sein, wenn er 1918 in die Kinos gekommen ist. Und da hat ja ein Film hat ja meistens einen Vorlauf und wahrscheinlich gibt es noch Filme, die auf der DVD-Box jetzt nicht da sind, wo das möglicherweise auch schon eine Rolle gespielt hat. Also diese Erinnerungen spielt ja eine große Rolle, erst in Form des Fotoalbums, dann hier in Filmausschnitten, aber auch späteren Spielfilmen, also zum Beispiel Annas Sommer, den kann man sich auch auf Amazon Prime streamen, wo also die Erinnerung einer Frau, die die Zentralfigur ist, also immer wieder aufscheinen, wo das Leben beleuchtet wird in Form von Erinnerungen. Das ist so ein Hauptthema von Ihnen, oder? Ich glaube, dass Kinder von Emigranten große Teile der Identität auch auf Erinnerung basiert. Identität heißt auch eine konstante Auseinandersetzung mit den Wurzeln, mit der Herkunft, und in diesem Fall eben mit der Migration. Und wenn es etwas gibt, was man als Mikwe, etwas, was man zu tun hat im Leben, was ich gefühlt habe, was ich zu tun habe, ist Erinnern. Und das ist, was ich weitergeben kann. Ich denke, dass das zu tun hat mit der Geschichte meiner Eltern, meiner eigenen Geschichte, dass ich das Glück habe, Geschichten erzählen zu können. Und um Geschichten zu erzählen, das hat mir mein Lehrer Alexander Kluge immer eingebläut. Erzähle das, was du kennst, was du profund kennst. Versuch nicht, was zu erzählen, was du nicht kennst. Und was ich profund kenne, ist diese Geschichte der Migration, ist das Umgehen mit Erinnerung. Und so hat sich ergeben, dass ich damit mich immer wieder auseinandergesetzt habe. Soweit, dass ich sogar jetzt in der Akademie der Künste solche Dinge auch als Impuls gebe. Wir haben eine wunderbare Ausstellung gehabt, die hieß Arbeit am Gedächtnis. Und aufgrund dieser Ausstellung haben wir mit den Kulturwelten, das ist unsere Vermittlungsarbeit, da arbeitet eine Gruppe von uns mit Schulen, und da sind wir mit 8 Schülerinnen, jetzt kürzlich vor ein paar Wochen, nach Port Bug gegangen, da wo Walter Benjamin sich umgebracht hat. Und diese Schülerinnen haben das Werk von Benjamin gelesen, aber haben eben ganz im eigenen Leib erlebt, was es heißt, da zu sein, die Pyrenäen zu kreuzen. Sie sind selber diesen Weg gegangen, diese 8 Stunden von Frankreich nach Spanien, und haben sich damit auseinandergesetzt, inwieweit können sie das verstehen und inwieweit bleiben Fragen offen. Es war eine sehr spannende Reise. Es waren jugendliche Frauen, 16 bis 18 Jahre alt. Und ich dachte, eigentlich ist das die beste Art zu lernen, wenn man selbst nachvollziehen kann. Was bedeutet es, wenn man mit einem Koffer versucht zu fliehen? Und das haben die immer wieder thematisiert. Sie hatten ja sogar als Bewerbung für ihre Teilnahme an dieser Reise einen Koffer gemacht und darin Ideen zu Walter Benjamin geschrieben. Es ist unglaublich berührendes Material. Und dieser Koffer ist über die ganze Reise mit uns gegangen, die 17 Stunden im Zug und dann der Weg über die Pyrenäen. Das ist jetzt aber neugierig, was in dem Koffer drin war, was da so berührt. Ja, da waren Zettel, da waren Bücher, da waren Fotos, ne? Da waren unterschiedliche Zeichnungen. Sie zeichnen sehr viel. Und ich habe ganz klar das Gefühl, wenn wir wollen, dass Jugendliche verstehen, was heißt
was heißt Exil, was heißt weggehen müssen, dann muss man sie mit Lebendiges konfrontieren. Es heißt auch für mich, dass in den Schulen viel mehr darüber geredet werden muss, über konkrete, sehr konkrete Lebenserfahrungen, die Menschen, die weg mussten oder die heute noch weg müssen, erleben. Entschuldigung, ich habe zu viel geredet. Nein, das war ja sehr interessant. Stichwort Benjamin und auch die Ausstellung Arbeit am Gedächtnis. Es ist dann eine andere Ebene, ist ja bei Erinnerung, ist auch der Traum bei Benjamin ganz wichtig. Und ich hatte ja natürlich auch Ihren Aufsatz gelesen, der ist in Sinn und Form im sechsten Heft 2016 gekommen, die Erschaffung einer Filmfigur, wo Sie anfangen mit der Satz, mit einer Frage, die häufig Journalisten stellen Ihnen, was, weil Sie ja nah an Ihrer Familiengeschichte arbeiten oder an den Schicksalen Ihrer Familiengeschichte, dass die Frage lautet, ist Ihr Film autobiografisch? Und ich kann jetzt natürlich den Aufsatz nicht vorlesen, ich erhebe jetzt nochmal 2006, aber Sie enden darin, dass ein Filmdrehbuch oder eine Filmfigur, die Sie erschaffen, möglicherweise ist das auch hier das Erträumte bei Dokumentarfilmen, das weiß ich jetzt nicht genau, wie Sie das interpretieren, dass das Erträumte eine ganz wichtige Dimension hat. Können Sie die Verbindung zwischen Traum und Erinnerung noch mal beleuchten, auch im Thema Migration, Exil? Was spielt ja auch eine Rolle bei, oder auch Vertreibung, das spielt ja auch eine Rolle in der Ausstellung oder in Aussagen von Künstlern, die dort vertreten sind, wie Walter Kompowski oder natürlich auch Benjamin, der sagt, die Erinnerung ist kein Instrument, sondern ein Medium. Ja, da ist eigentlich alles gesagt, ne? Die erträumte Realität, die man verlässt oder in die man geht, ne? Die erträumte Realität, die vorgestellte Realität ist, ja, etwas, was ganz stark prägt. Und ich denke, dass diese, die Erfahrung des Exils, die ich nicht gemacht habe, gell? Also das muss man sehr klar sagen, ich kann nur nachvollziehen, wie die Erfahrung des Exils meiner Eltern war oder andere oder die von Walter Benjamin, so wie Sie, oder wenn man sich damit wirklich beschäftigt, nicht? Aber dass das Ganze auch immer gekoppelt ist mit, so, mit dem Traum einer großen Veränderung und mit dem Traum einer Aufgehobenheit am Ende des Weges. Ne? Und Erinnerung, es ist kompliziert, Erinnerung und Traum zusammenzustellen, ist eigentlich ein psychoanalytischer Vorgang. Ne? Dann frage ich jetzt mal die Historikerin. Du beschäftigst dich ja auch mit Erinnerungen. Es ist jetzt gerade eine große Debatte über und manchmal auch ein Gezänk. Es ist ja manchmal, manche stilisieren es dann zum Historikerstreich 2.0 eben auf, nach dem Historikerstreit in den 80er Jahren. Wie siehst du denn das Fach, welche Rolle spielen momentan Erinnerungen in der Geschichtswissenschaft oder in der Geschichtspolitik, muss man möglicherweise auch sagen? Ja, die Geschichtswissenschaft sehe ich von einer großen Herausforderung, die aber vielleicht weniger mit Erinnerung zu tun hat, als mit den sich ändernden geopolitischen Bedingungen. Und das ist auch jetzt nicht ganz neu, dass eben, so also wie Bembe das genannt hat, dass, und auch andere, dass Europa sich, also, sich provinzialisieren muss. Also dass wir... Und das ist eben für die Geschichtswissenschaft jetzt eine große Aufgabe, den nationalstaatlichen Container, in dem wir lange gearbeitet haben, zu verlassen und diesen Eurozentrismus zu verlassen, in dem wir stecken immer noch, und die globalen Zusammenhänge zu erkennen, in denen wir seit Jahrhunderten stecken, und eben diese Geschichte des Kolonialismus auch nicht nur jetzt normativ oder politisch zu betrachten, sondern wirklich also neugierig da drauf zu gucken,
Was ist denn da passiert? Was sind die Zusammenhänge, die wir eben lange nicht richtig sehen konnten, die ausgeblendet wurden? Und ich finde das zunächst mal einen total spannenden Prozess. Also jetzt die ganzen Bücher, die ich gelesen habe im Studium und als Jugendliche und in den letzten Jahrzehnten, die nochmal zu lesen. Und zu sehen plötzlich, wow, also da kommt es ja vor, ja, vor kurzem habe ich den zerbrochenen Krug von Kleist nochmal gelesen und habe da erst richtig verstanden, die Banda Islands, diese Inseln, die von den Niederlanden kolonialisiert wurden, die kommen davor, ja, aber als wir das im Studium gelesen haben, haben wir das gar nicht verstanden. Und also auch dann eben deutsche Geschichte wirklich zu globalisieren und diese transnationalen Zusammenhänge zu erkennen, das ist ein Riesenarbeitsfeld und da kann man sich nur an die Arbeit machen und das tun auch die Historikerinnen. Insofern würde ich da gar nicht so sehr von einem Historikerstreit sprechen, also auch der erste Historikerstreit war ja im Übrigen nicht wirklich ein Historikerstreit, sondern da waren Philosophen und alle möglichen und vor allem halt auch Journalisten dran beteiligt. Also das ist das eine, das ist die Herausforderung für die Geschichtswissenschaft und dann gibt es aber eben auch noch einen geschichtspolitischen Streit und auch da bin ich mir nicht sicher, ob da Erinnerung die richtige Kategorie ist, um das zu verstehen, was da passiert. Also ich sehe das eher, also wirklich eben originär politisch, dass es eben tatsächlich Perspektiven gibt, Erfahrungen gibt, in Bezug auf Staatenlosigkeit, in Bezug auf was im Nahen Osten passiert und passiert ist, die nicht erwünscht sind und wo dann der Kampf gegen den Antisemitismus instrumentalisiert wird, um Leute mundtot zu machen. So. Und das ist aber ein politischer Vorgang, wo die Geschichtswissenschaft sozusagen ja, wenig tun kann, glaube ich, sondern wo man eben politisch, sozusagen machtpolitisch auch zum Beispiel eben jetzt gegen diesen Bundestags-BDS-Beschluss politisch dagegen vorgehen muss. Und was heißt das konkret? Naja, dass halt die Meinungsfreiheit von Palästinenserinnen, die bestimmte Anliegen haben und ja zunehmend auch von linken Jüdinnen. Du denkst jetzt an Susan Nehmann oder? Ja, also von Yossi Bartal über Fabian Wolf, über Susan Nehmann, da gibt es eine lange, lange Liste von linken Jüdinnen oder auch linksliberalen Jüdinnen, die inzwischen das Gefühl haben, sie können hier nicht mehr frei sprechen und arbeiten, weil sie sonst als Jüdinnen mit Antisemitismusvorwürfen von Deutschen konfrontiert sind, was ja wirklich grotesk ist. Und da wird gekämpft, da wird gearbeitet mit allen. Und gleichzeitig passiert aber das Gleiche jetzt auch wieder umgekehrt, dass auch dieser Kampf wieder politisch mit Interessen verknüpft wird oder mit eigenen Agenten. Also es ist wahnsinnig kompliziert. Und ja, aber zu deiner Frage nochmal. Also ich muss jetzt mal reingehen. Ja. Welche Interessen, was ist so kompliziert? Über welche Interessen reden Sie bitte? Nationalstaatliche Interessen, die Probleme von Staatenlosigkeit, die Palästinenserinnen haben. Also ich habe ganz konkret jetzt zum Beispiel. Ja, ich habe eine palästinensische Studentin, die im Libanon festsitzt, die seit über einem Jahr nicht nach Deutschland kommen kann, obwohl sie ein volles Stipendium hat, wegen allen möglichen bürokratischen Hindernissen, die aber legale Grundlagen haben, kein Visum bekommt. Und da ist eben eine Realität, ja, eine Realität, unter der Menschen leiden,
die wir nicht richtig sehen, ja, die ausgeblendet ist und die aber nach einer Stimme verlangt und auch hier jetzt wahrgenommen werden will. Und wenn man das aber macht, und das wurde ja versucht am Jüdischen Museum, in Weißensee, an allen möglichen Orten, ja, kriegt man Schwierigkeiten. Es ist, und das erleben viele, viele Leute. Ja. Nochmal, aber zum Thema Kolonialismus. Ich weiß jetzt nicht genau, ob deine Beschreibung, dass wir jetzt nicht aus dem Nationalstaat in Korsett raus müssen, oder die Verbindung der Flüchtlingsnot oder auch der Verstetigung der Flüchtlingssituation im Nahen Osten, in Palästina, aber auch in anderen Regionen dort. Ich war zum Beispiel im Flüchtlingslager in Jordanien, wo also sehr lange Leute dort eigentlich interniert werden, kann man eigentlich sagen. Das ist die eine Ebene, aber andererseits ist das auch immer wieder eine Wellenbewegung. Ich bringe das mal als Beispiel, dass diese Diskurse, einerseits muss man sie versuchen, glaube ich, zu trennen, und gleichzeitig sind sie auch wieder einander verflochten. Das sind verflochte Geschichten. Und gleichzeitig gibt es Wellenbewegung. Ich hatte jetzt zum Beispiel letztes Jahr, hatten wir hier eine Veranstaltung nur im Livestream mit der Benedikt Savard, mit der Kulturhistorikerin, die gerade an einem Buch arbeitete, wo sie sagte, dass sie ganz verblüfft war, dass viele Forderungen, die sie jetzt stellt, in 70er Jahren auch gestellt worden sind. Und die da nicht umgesetzt werden. Deshalb verspricht sie auch, dass man sich international vernetzt. Da gibt es auch ein Projekt der Europäischen Akademien, wo, glaube ich, auch die Akademie der Künste dabei ist. Ja. Und gleichzeitig gibt es Parallele, sind das Geschichten, dass zum Beispiel der Roman von Uwe Timm, Morenga, das spielt also im deutschen Kolonialismus an dem Völkermord an den Nama Herero, dass der wieder neu aufgelegt worden ist. Und da gibt es eine ganz verrückte Geschichte, dass Uwe Timm war damals Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei und hat auch sich mit der wesentlich besseren Kolonialismusforschung der DDR auseinandergesetzt und hat das auch verwendet. Aber das Ergebnis war einerseits der Roman, der immer noch lesenswert ist, der neu aufgelegt wird mit einem Vor- oder Nachwort von Robert Habeck, aber gleichzeitig erlebt er die autoritären und diktatorischen Seiten der DDR und trat anschließend aus der DKP aus. Und ich glaube, wir brauchen mehr diese Grautöne und diese Widersprüchlichkeit der Geschichte. Und da ist... Oder wie siehst du, man muss möglicherweise auch mit dem nationalen Rahmen immer sehen, ob meint man jetzt auf dem Sektor der Wirtschaft oder meint man auf dem Sektor der Wissenschaft? Oder wie siehst du dann? Also ich meine das ausschließlich im Denken. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass nationalstaatliche Institutionen einfach hops gehen sollen. Oder, aber dass wir uns offen machen, die transnationalen Zusammenhänge zu erkennen, die durch nationalstaatliche und auch kapitalistische Machtstrukturen eben häufig sozusagen verschleiert sind. Ja, und ich kann die erst sehen, wenn ich mit den Leuten in Kontakt bin und dann deren Geschichten wiederum höre. Und da ist eben meine Arbeit mit den geflüchteten Studierenden, die ich jetzt seit 2015, 16 mache, ist mir auch wichtig eben dann für meine Forschung und für mein wissenschaftliches Denken, weil die ein Wissen mitbringen, weil die Erfahrungen mitbringen, weil die auch Erinnerungen mitbringen, von denen ich bis dato keine Ahnung hatte. Ja. Und also ich fand sehr schön den Titel, den du der Reihe gegeben hast mit den Seismographen des Wandels. Als 2015 die vielen syrischen Flüchtlinge kamen, da saß ich mal bei einem Abendessen neben einem syrischen Regisseur und Filmproduzenten, Orval Nirabir, und der hat mir erzählt, wie er eben in Syrien unter Assad
im Folterknast war. Und er selber hatte Glück, er wurde nur ein bisschen geschlagen, kam dann durch öffentlich internationalen Druck da wieder raus. Aber dann kamen wir in ein Gespräch über Folter. Ja. Und ich habe gemerkt, dass ich eben, also bis dahin, dieses ganze Thema Folter vollkommen, ich wollte damit nie irgendwas zu tun haben, ich wollte mir das nicht vorstellen, ich habe das verdrängt. Und dann kommt er mit seinen Familienerinnerungen, wo in jeder Generation Leute in ihrer politischen Arbeit auch mal im Gefängnis saßen und gefoltert wurden. Und es eben normal für ihn war, dass er bei seinem Vater oder bei seinem Großvater auf den Schoß klettert und dann die Narben fühlt. Ja. Und dann hat er gesagt, und weißt du, also das, was wir mitbringen jetzt, also diese Entwurzelung, diese Hoffnungslosigkeit, dass es für uns nicht mehr weitergeht. Ja, da ist nicht irgendeine bessere Zukunft. Unsere Revolution ist gescheitert. Wir sind die Boten des Unglücks. Und Europa wird davon auch erfasst sein oder ist schon erfasst. Und das hat mich, seitdem möchte ich das sehen und suche Leute und suche Geschichten und suche Zusammenhänge, wo ich endlich das sehen kann, ja, so schlimm es ist. Das ist ja hier auch das Thema Ihrer Filme, das zusammenzudenken, diese verschiedenen Geschichten. Sie beschäftigen sich ja auch mit der Auseinandersetzung Lateinamerika in etlichen Filmen oder auch in Statements, die ich dann in Zeitungen gelesen habe. Also es geht doch hier doch tatsächlich, da ist wirklich diese Allianz der Akademien wahrscheinlich notwendig. In vielen Ländern geht es ja auch die Wissenschaft und die Kunstakademien unter einem Dach, dass man das irgendwie versucht, neu zu vernetzen. Ja, die Idee der Allianz der Akademien war eben eine Idee, auch unsere Akademie zu internationalisieren und auch das klare Wissen, dass wir nicht national denken können, nicht in den Künsten, auch nicht in der Politik, dass es unbedingt transnational sein muss, dass Europa auch ein wunderschöner Traum war und ist, aber dass wir sehen, dass an verschiedenen Orten in Europa tatsächlich die Freiheit der Kultur, die Freiheit der Sprache in Frage gestellt wird, siehe, was in Ungarn los ist. Und da können wir als 60 internationale Kunstakademien protestieren und versuchen, etwas zu erreichen. Es ist aber nicht nur der Protest, sondern auch das Gefühl, dass wir über die Grenzen hinweg etwas miteinander zu tun haben. Und dabei ist eben nicht gedacht an ein geschlossenes Europa, sondern erstmal ein Europa, das sich verständigt, aber natürlich nicht ein Europa, das sich abschließt. Ich komme aus Lateinamerika und deshalb weiß ich, dass es schrecklich wäre, wenn Europa wieder zumacht. Und das ist Europa hat zugemacht gegen Flüchtlinge. Wie bitte? Europa eben, macht zu. Eben, genau. Und das ist eine Katastrophe, weil wir sind dafür verantwortlich, dass diese Situation in anderen Ländern passiert sind. Insofern müssen wir auch die Konsequenz tragen und müssen auch die Flüchtlinge bei uns aufnehmen. Also das ist eine ganz klare Sache für mich. Also die Allianz aber hat tatsächlich die Idee, dass wir untersuchen, wo fängt die Sprache an, populistisch zu werden? Wo fängt sie an, eine diktatorische Sprache zu sein? Wo solche Dinge fangen wir an zu studieren, gemeinsam zu studieren? Und das ist sehr, sehr spannend, weil die Künstler in den anderen Ländern, insbesondere die Künstler der östlichen Ländern, ein unglaubliches Sensorium haben. Wann beginnt es, dass man die zivile Freiheiten und die Freiheit der Kunst beginnt abzuschneiden? Das ist Das sind dann zwei Ebenen. Einerseits wirklich der Seismograf oder wo wandelt sich was, hier auch im schlechten Sinne. Andererseits
könnte man das ja auch interpretieren, diese Allianz oder diese Verflochtenheit der Akademien oder auch anderer Organisationen im Sinne eines ihrer Vorgänger, Heiner Müller, der ja sagte, dass sie eine Akademie eigentlich eine europäische Angelegenheit sei. Und europäisch meinte er natürlich auch Verbindungen zu anderen Kontinenten. Ich erlebte ihn einmal mit dem Wole Soyinka, der bis heute der einzige schwarzafrikanische Nobelpreisträger für Literatur gewesen ist. Und das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist natürlich auch wiederum, dass, wie was nach der Interpretation von Heiner Müller, dass eigentlich dort die deutsche Literatur oder Kunst immer dann gut war, wenn sie auch das Internationale wahrnahm. Also man spitzt dann etwas zu, das deutsche realistische Drama begann mit der amerikanischen Revolution, weil das die ab und zu auftaucht im Sturm und Drang Dichtung. Oder man könnte es auch, das ist jetzt eher eine Zeit, wie wir uns hier auch öfters haben beschäftigt, haben mit der ersten deutschen Einheit nach 1870, 71, da ist ja bei dem Stechlin von Fontane, ist ja auch immer der Satz, hinter dem Berge leben auch Menschen. Und dieser Satz taucht auch auf bei Lothar Bucher, einem der Berater und Mitarbeiter von Otto von Bismarck, der 48 geflohen ist von der Revolution und dann zurückgekehrt ist und der immer berichtet gemacht hat, dass wenn wir Politik machen, müssen wir auch die anderen Länder sehen, auch die außereuropäischen. Wir wollen jetzt nicht über Bismarck reden, aber interessant, dass das zum Beispiel in dem großen Gesellschaftsroman von Fontane auch auftaucht. Können Sie da was anfangen damit, dass die Hochphasen der deutschen und internationalen Kunst, also auch die Verflochtung, die Verflechtung ist mit den internationalen Entwicklungen europäischer und globaler Art? Das ist eine sehr große Frage. Natürlich kann ich was damit anfangen. Und selbstverständlich sind die Zusammenhänge da zwischen den Gesellschaften. Man kann nicht über Befreiungsbewegungen sprechen ohne die Französische Revolution. Wir können nicht darüber sprechen, was in Lateinamerika in den Befreiungsbewegungen passiert ist, ohne der algerische Aufstand gegen Frankreich etc. Das sind alles Zusammenhänge, die man sehen muss. Aber ich weiß nicht, ob Ihre Frage da in diese Richtung geht. Oder, ich bin nicht so bewandert mit Fontane und so, dass ich da sagen kann, wo die Literatur oder die Kunst das so aufnimmt und wiedergibt. Aber ja, ich weiß, dass in Uwe Timms Arbeit ganz stark die Frage nach unsere, ich meine europäische Verantwortung gegenüber die Befreiungsversuche in Afrika zum Beispiel sind. Und das ist, ja, soweit im Moment. Ja, dann machen, weil wir haben ja gesprochen auch von so Wellenbewegungen, vielleicht schauen wir jetzt noch mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Film an, wo man auch sieht, was sich verändert hat und was erstaunlich aktuell ist. Also diesen Ausschnitt fand ich sehr interessant, weil da bestimmte Diskussionen, die wir heute haben, aufgrund, den vermutet man nicht bei einem Film, der Ende der 70er Jahre wahrscheinlich konzipiert worden ist und wahrscheinlich Teile schon gedreht worden sind und dann 81 in die westdeutschen Kinos gekommen ist. Wie empfinden Sie das jetzt? Haben Sie, einige der Zeitzeugen, die Sie befragen, sind mittlerweile verstorben, aber einige, wie hier die Hasel, die lebt ja noch hier in Berlin, haben Sie mit denen Kontakt? Wie sehen Sie eigentlich diese Entwicklung? Was hat sich verändert? Was ist, sind Sie, im ersten Filmausschuss hieß es, Sie versuchen Wurzeln zu finden. Sind Sie mittlerweile verwurzelt in Deutschland? Das ist jetzt
persönlich, aber. Ja, nee, aber Sie machen ja immer eine Geschichte zwischen, Sie nehmen sie auch selbst als Interviewende auf. Also es ist ja eine Geschichte, Sie fast alle oder eigentlich alle, die Sie interviewen, sind ja eigentlich ungefähr Ihre Generation. Also egal, ob das der Theaterregisseur Luc Bondy ist oder andere. Also die tauchen auf, Sie befragen ja praktisch Ihre Generation, wo die Shoah nicht erlebt hat, aber die, deren Eltern oder Großeltern Opfer der Shoah geworden sind. Und da ist ja die Frage jetzt genau 40 Jahre später, wie ist da Ihre Aktualisierung und wie ist das im Vergleich zu den Leuten, mit denen Sie noch Kontakt haben, die noch unter uns weilen? Ja, mit Hazel bin ich ganz stark in Kontakt. Wir haben auch vor zwei Jahren ein Gespräch in der Akademie gemacht und auch über ihre Bücher. Sie ist ja eine unglaublich helle, intellektuelle Kopf. Und damals waren wir ja an der Grenze zur DDR. Und ich finde das wunderbar, wie sie spricht über ihre rothaarige, krummbeinigen und so weiter Freunden, die alle genauso fremd sich in einer sogenannten normalen Gesellschaft fühlen und die genauso um ihre Identität kämpfen müssen, wie sie mit einer jüdischen Herkunft, nicht? Also das scheint mir eine sehr menschliche und sehr wahrhaftige Haltung, die heute noch für mich gültig ist, wie sie da mit welcher Brillanz sie das sieht, ne? wie präzise sie das beschreibt. Ich bin noch in Kontakt, leider sind auch einige gestorben, Sarah Hafner ist gestorben, Jakob Lichtmann, dieser wunderbare Teufelsgeiger, ist gestorben. Also viele Menschen sind nicht mehr unter uns, aber einige doch, und mit denen habe ich Beziehungen. Anna, die kleine Anna in dem Film, die den ganzen Film über eigentlich führt, es ist ja der rote Faden in dem Film. Also ein damals 10-jähriges Mädchen, ja, das durch den Film führt. Und die Anna, mit der habe ich halt keinen Kontakt mehr, aber ich weiß, es geht ihr gut und sie lebt in US-Amerika und hat so eine ganze Geschichte. Die war zuerst in Japan und hat da ein Japaner geheiratet, hat Kinder gehabt, jetzt lebt sie wieder in US-Amerika. Also eine unglaubliche Bewegung in ihrem Leben, so dass ich weiß, dass es den meisten gut geht, die noch leben. Und ja. Ja, aber es gibt, ich habe den Film auch so gesehen, für mich war eine Schlüsselszene auch, wo sie vor dem Reichstag stehen, der damals natürlich noch eine Ruine war und noch nicht der Bundestag drin saß, war ja zur Zeit der deutschen Teilung. Und der Blick geht nach oben, dem deutschen Volk. Es ist auch eine Auseinandersetzung, glaube ich, mit dem deutschen Volk. Es ist auch der Kampf um Deutschland oder um wie kann man in diesem Land sein, dass viele ihrer Mitbürger eben zu Deutschen auf Widerruf gemacht hat, wie eine Autobiografie von Hans Mayer heißt. Und das erscheint mir doch auch der Kern auch ihrer anderen Arbeiten zu sein oder viele andere ihrer Arbeit, nicht allen. Ist das richtig oder? Ja, wissen Sie, diese Juden, meine Eltern, meine Großeltern, das waren Deutsche. In erster Linie waren sie Deutsche. Und sie waren Juden. Aber sie waren nicht gläubig. Und sie waren alle in der SPD und waren Sozialisten. Und wichtig aber war, dass sie sich als einen Teil Deutschland verstanden haben. Und das ist etwas, woran ich oft denke. Ich lebe in Deutschland, bin viele, viele Jahre jetzt hier und für mich ist Deutschland auch der Ort, an dem ich gehöre und Deutsch ist inzwischen auch meine Sprache geworden, genauso wie ich Argentinierin bin. Warum soll man nicht mehrere
Nationalitäten und Identitäten haben. Aber das Wichtige ist, dass man diese Exklusion nicht erleben muss. Also man muss nicht nur eines sein, man kann vieles sein. Sie sagten vorher sehr schön, Homo migrantis, ne? Ja, also der Sapiens war immer ein Migrant. Und wir sind weiterhin. Jetzt spreche ich nicht von denen, die ihr Land verlassen müssen wegen politischer Situationen und so, sondern Menschen, die sich entscheiden können, von hier nach da zu gehen, die Identität zu nehmen oder jene. Und je mehr wir Sprachen haben, Identitäten sammeln, desto reicher werden wir und desto toleranter auch werden wir gegenüber anderen, weil wir mehr verstehen, dass wir unterschiedlich sind und wir trotzdem miteinander umgehen können. Du beschäftigst dich ja auch mit Uwe Johnsen, was weiß ich, von einer E-Mail. Und der wurde ja die Identität genau dort an, als der Dichter der deutschen Teilung. Und das wollte er eigentlich nicht. Und wir haben jetzt gerade ein Bild gesehen, ein Bild von der deutschen Teilung. Und hat nicht eigentlich Uwe Johnsen mit seinem letzten vierteiligen Roman Jahrestage nicht eigentlich das beschrieben, die verschiedenen Identitäten, die wir jetzt auch diskutieren? Oder wie ist da deine Sicht? Das kommt jetzt ganz überraschend, aber Uwe Johnsen ist tatsächlich mein Lieblingsautor. Wusstest du das? Du hast mir eine E-Mail geschrieben und so, hast gesagt, ich beschäftige mich jetzt mit Uwe Johnsen. Ja, ich habe gerade die Jahrestage zu Ende gelesen, und also zum wiederholten Mal, und in der Tat nimmt er eben sehr, sehr viel von dem, es sind ja eben auch die 70er Jahre, ja, auch wenn der vierte Band erst in den 80ern vollendet wurde, also von diesen Wellenbewegungen, wo in den 70er Jahren schon Dinge gewusst wurden, die wir jetzt wieder neu lernen, das ist bei ihm, finde ich, sehr, sehr, ja, sehr deutlich. Und in der Tat, also seine Auseinandersetzung mit Identität und mit Deutschland und mit, also mit dem Scheitern in beiden Deutschlands auf unterschiedliche Art und Weise und dann seiner Not, die ihn nach New York treibt, die ihn versuchen lässt, von New York aus dieses Deutschland anders zu verstehen und sozusagen als Historiker ja auch zu arbeiten. Also es ist ja ein Geschichtsbuch. Und dann aber eben aus New York auch wieder weg zu müssen, da nicht bleiben zu dürfen, in Deutschland wieder nicht kein Zuhause zu finden und dann in England so miserabel zu sterben, ja, wie er gestorben ist. Das ist also für mich das gültigste Geschichtsbuch des 20. Jahrhunderts. Ja, jetzt würde ich fast zur Endrunde kommen, bevor wir noch einen Ausschnitt dann sehen von dem Film und dann das Podium öffnen für Fragen. Und zwar, wir sind jetzt an einem Wendepunkt oder wahrscheinlich einer Zäsur. Ich sage jetzt mal Stichpunkt Afghanistan. Es ist nicht klar, wie es weitergeht in der Welt, ob wir in eine schwere Krisenzeit oder noch eine schwere Krisenzeit reingeraten oder ob es Lösungsansätze gibt oder Problemverschiebungen, nicht global, aber es sind ja auch viele Konflikte, ich sage nur die Klimakatastrophe oder die vielen kriegerischen Auseinandersetzungen, die pandemische Armut, die in vielen Ländern ist, oder die Teilung von Gesellschaften. Und vielleicht, ja, wo bleibt das Positive? Jetzt, es ist ja die Situation, dass häufig, wie es ein berühmter Schweizer Dichter gesagt hat, das Licht am Ende des Tunnels vom entgegenkommenden Zug kommt. Aber ich frage jetzt, sehen Sie möglich, wo ist der Möglichkeitssinn, dass es doch noch irgendeine Wandlung, eine Bündelung von Kräften, von der Reformen gibt? Sehen Sie da Ansätze? Sind möglicherweise diese Allianz der Akademien, also eine, so eine
so ein Bündel, wo man erstmal einige Leute findet, wo man dann sich vernetzen kann. Denn es scheint ja irgendwie, es gibt viele Leute, die isoliert sind. Und vielleicht passt da auch noch eine Anekdote von einem Vorgänger von ihm, der sagt, warum er Akademiepräsident wurde. Heiner Müller sagte, wenn ein Hund auf der Autobahn ist, wird er überfahren. Wenn aber hunderte Hunde auf der Autobahn sind, halten die Autos an. Wo sehen Sie das Positive? Das kannte ich nicht. Das ist ja wirklich stark. Sehr gut. In den Allianzen, in den Zusammenkommen von unterschiedlichen Menschen, um sich zu verstehen, um über die Grenzen hinweg zu gucken, wie lebt der andere, was hat er für Gedichte, was hat er für Träume, was hat er für Geschichten zu erzählen. Und das ist, glaube ich, diese Neugier auf den anderen, das ist das, was uns retten wird, meine ich. Ich glaube, dass Allianzen das Einzige ist, was wir machen können. Wir müssen mit den anderen zusammen, mit den anderen Menschen zusammen versuchen zu verstehen, in welcher Welt wir leben und das Wenige, was wir teilen können, teilen. Und darüber hinaus glaube ich, dass, ich spreche jetzt nicht von der großen Politik, ich spreche von Kultur und ich spreche von Künstlern und ich spreche von Menschen, die eine Sensibilität entwickelt haben füreinander. Wenn ich Gedichte lese von einem slowenischen Dichter oder von einem argentinischen Dichter und merke, halt, da gibt es ganz viel, was die miteinander zu tun haben. Wie kommt das? Und da fange ich an zu verstehen, dass wir tatsächlich nicht sehr unterschiedlich sind. Wir müssen nur genau hinschauen und genau hinhören. Und dieses Gefühl, dass wir immer die Hand ausstrecken müssen, ist für mich prädominant. Trotzdem weiß ich von der Klimakatastrophe, trotzdem weiß ich, in welche Situation, in welche Armutssituation in Deutschland Menschen leben. Ich weiß von all den Problemen, die wir nicht gelöst haben. Und wir als Künstler müssen trotzdem einfach die Möglichkeiten unserer Fantasie, die Möglichkeiten unserer Sprache benutzen, um miteinander zu reden und zueinander zu kommen. Das ist das Einzige, was meiner Meinung nach wir machen können. Alles andere ist Hybris. Ja, wo ist bei dir das Positive? Schließt du dich an? Ergänzt du? Naja, einmal in der Arbeit, dass man halt arbeiten muss. Also jetzt im Moment, gerade dieser Tage, vernetze ich mich auch mit anderen, um eben, also afghanischen Studierenden von mir, deren Angehörige jetzt in Afghanistan Todesdrohungen erhalten und um ihr Leben fürchten und die eigentlich auf den Listen sind des Auswärtigen Amtes, aber wo es eben trotzdem Tausende und Tausende von Komplikationen gibt und sie einfach nicht rauskommen und wir schon auch sehen, dass noch anders als vor 5 Jahren eben der deutsche Staat und die deutsche Bevölkerung nicht mehr so sensibel ist. Also bei der Syrien-Geschichte war das noch anders. Jetzt mit Afghanistan, es ist echt, jeder einzelne Fall muss mit einem irrsinnigen Aufwand angegangen werden. Nur mit besten Beziehungen hat man überhaupt die Möglichkeit, jemanden zu retten, obwohl sich die Bundesregierung eben verpflichtet hat. Und es ist ganz schwer, auch überhaupt noch irgendjemanden dafür zu interessieren, dass jetzt gerade während wir sprechen, eben in Ramstein 11.000 Afghaninnen, die eigentlich nach USA ausgeflogen werden sollten, da jetzt festsitzen, schon seit Wochen in so einer Art Freiluftgefängnis und von deutschen Soldaten und deutschen Polizisten bewacht werden, damit da keiner auf die Idee kommt, Asyl zu beantragen. Und lauter solche, diese riesigen, riesigen Schwierigkeiten, die mich schon immer wieder auch verzweifeln lassen, aber gleichzeitig eben, also völlig richtig, transnationale Vernetzung, sich zusammentun, sich zusammenschließen, sich austauschen, auch, also nicht nur in der eigenen Zeit, sondern eben für mich auch in der Literatur, in der Kunst,
also ein ganz anderes, sehr wichtiges Buch für mich ist Die Ästhetik des Widerstands von Weiß. Also da sozusagen Spuren zu suchen, Traditionsspuren, die uns stärken können. Ja, wir haben ja jetzt mehrfach solche Wellenbewegungen wahrgenommen, im Film, im Gespräch, in der Literatur zwischen den 70er Jahren und auch heute. Und im letzten Abschnitt meines Buches ist es auch ein anderer Philosoph, der 1977 gestorben ist. Und das sind Gedanken, die er kurz vor wieder aufgenommen hat. Und das lese ich noch vor und dann sehen wir noch einen Ausschnitt aus dem Film. Da ist es dann weniger das Positive, sondern dann wieder das Negative, das relativ gleichbleibend gewiss, aber das erstmal etwas Positives. Es bedarf der Hoffnung auf ein Leben, wie sich der Flüchtling und Remigrant Ernst Bloch erträumte, der das Prinzip Hoffnung propagierte und wusste, wer nicht kämpft, hat verloren. Wer verloren hat, kämpfe. Jetzt das Zitat. Aufrechter Gang auf bewohnbarer Erde war das, was dem großen Philosophen vorschwebte.